Letzten Freitag habe ich dir versprochen, darüber zu sprechen, was Karen Bowman in Ghost Recon Breakpoint auf Aurora macht. Durch den kleinen Teaser von Operation Motherland, den wir bekommen haben, hat sich das Ganze mehr oder weniger relativiert. Deshalb halte ich das hier jetzt so kurz wie möglich. Setzen wir uns mal eben hier hin und dann schauen wir uns mal die Einsatzzielübersicht an. Genauer, ja, den Endscreen quasi vom Event Uralte Relikte, von dieser Schatzsuche mit Lara Croft. Da wurde ein Brief offenbart mit dem Text: Kontakt mit der potenziellen Quelle Trinity's End wurde hergestellt. Trinity's End hat unsere Bedingungen anerkannt, dass die Firma das Material vor der Veröffentlichung sichten darf. Die Zusammenarbeit könnte sehr hilfreich sein. Der Kontakt wird über britische Agenten aufrechterhalten. Leitende Agentin Car Bowman, also Karen Bowman. Trinity's End ist ja so mehr oder weniger die Templar-Fraktion bei Tomb Raider. Und ja, sind halt quasi die Bösen dort. Als ich das gesehen habe, dachte ich erst, ja, welches Ende ist denn jetzt Kanon in Ghost Recon Wildlands? Denn es gibt ja zwei verschiedene Enden in Wildlands, ich werde die jetzt nicht spoilern. Aber sagen wir ganz allgemein, es gibt ein Ende, in dem Bowman ihren Befehl befolgt und einen, in dem sie ihn verweigert. Aber hier sehen wir ja leitende Agentin, das spricht schon sehr dafür, dass sie noch aktiv bei der CIA ist. Moment! Hallo, ich melde mich hier aus dem Schnitt, denn mir ist gerade etwas aufgefallen. Und zwar ist hier ja die Rede von britischen Agenten und das heißt, die leitende Agentin ist Karen Bowman und CIA ist Amerika und nicht Großbritannien. Großbritannien wäre dann, wenn ich richtig informiert bin, sowas wie der MI6. Ja, das bitte ich zu bedenken. Der Rest des Videos bezieht sich auf CIA, aber es macht eigentlich keinen großen Unterschied. Zurück zum Video. Also, dass sie ihren Befehl in Ghost Recon Wildlands befolgt hat. Denn sonst wäre sie bestimmt entlassen worden, könnte ich mir vorstellen. Es sei denn, sie hätte noch ein paar Asse in der Hinterhand gehabt, so ein paar Druckmittel, aber das ist an dieser Stelle reine Spekulation. In diesem kleinen Teaser-Trailer zu Operation Motherland sagt Bowman ja sogar: The CIA's been covertly working with the Outcasts. Und ja, die CIA arbeitet heimlich mit den Outcasts. Und das spricht auch sehr dafür, dass sie immer noch bei der CIA ist, zumal sie dann später noch sagt, dass Operation Motherland startet, sobald man im Lager mit Ito gesprochen hat. Aber was macht Bowman nun genau auf Aurora? Ich persönlich gehe davon aus, dass sie genau das gleiche machen wird wie auch schon bei Ghost Recon Wildlands. Also uns Aufträge geben, mit Informationen versorgen, auch in der ein oder anderen Zwischensequenz auftreten. Und ja, im Allgemeinen uns dabei helfen, den Outcast dabei zu helfen, die Insel zu erobern. Ja, und gut, jetzt weißt du genauso viel wie ich und dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.